So Leute, heute machen wir wieder ein Unboxing. Wir haben den zweiten Teil unserem Trino Espresso bekommen. Das wäre ACME 55251. Das ist die Artikelnummer. Das machen wir mal drauf, wie das aussieht. Ja, den ersten Teil haben wir ja schon bekommen. Und das sind praktisch die anderen drei Wagen. So, dann brauchen wir das Messer schon gar nicht mehr. Super. Jede Menge Papierzeug. Ist noch gut eingepackt. So. Dann können wir das erstmal zur Seite tun. So, jetzt haben wir es schon ein bisschen übersichtlicher hier. Also wie gesagt, das ist ein Dreier-Set von ACME. Wieder italienische Reisezugwagen. Wieder aus den 1980er Jahren. So, wunderschön. Auch die Verpackung finde ich sehr schön. ACME. Genau, da sind die drei Wagen drin. So, dann schauen wir mal, was drin ist. So, ja, die üblichen Sachen hier, was man noch alles anmontieren kann. Die Sachen natürlich nur montieren für die Vitrine, also wenn kein Betrieb gemacht wird. In diesem Wagenset ist auch ein Gepäckwagen dabei. So, das sieht dann so aus. Genau, ein bisschen so, dass es nicht so blendet. So, ja. Also erste Klasse oben, zweite Klasse in der Mitte. Unten ist der Gepäckwagen. Alles im Livrea Rosso Fegato. Das ist die typische Farbgebung der 1980er Jahre der italienischen Staatsbahnen. So, und dann gucken wir uns mal die einzelnen Wagen noch an. Ja, fangen wir einfach mal mit dem Gepäckwagen an. Ja. So. Der sieht schon sehr schön aus und was mir hier schon besonders gut gefällt. Klar, natürlich ACME, sehr fein detailliert. Man muss nicht mehr sehr viel montieren, das ist auch schon mal ein Vorteil. Und es sind auch die ganzen Griffstangen schon da. Jetzt gucken wir uns das mal genauer an. So, das ist jetzt hier. Das ist jetzt, hier kann man so seitlich rausgucken. So ein seitliches Fenster. Das ist auch sehr interessant. Hier natürlich die Rollschalousien und die kleinen Fenster. Vergittert. Der italienischen Staatsbahnen. FS. Ferrovie dello Stato. Sehr schönes Modell. So, hier. Hier sieht man die Bremsschläuche, sind auch schon montiert. Also das ist das Schöne, man muss nicht mehr viel machen. Und was mir auch gut gefällt, man muss die Kupplungen nicht rausfriemeln aus dem Kupplungsschacht. Man kann sich seine Wunschkupplung dann schon gleich drauf machen, ohne dass man das andere noch rausziehen muss, was schon drin ist. Hier, das ist ein bisschen empfindlich, da muss man halt aufpassen, diese Trittstufen vor den, genau, so, hier, was ist eine Nummer hier, sehr schön. Hier ist Drehgestell, ein Minden-Deutz-Drehgestell. Wie gesagt, ein typischer UICX-Wagen der 1980er Jahre. Auch für den internationalen Verkehr geeignet. So, das war der Gepäckwagen. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt gucken wir mal weiter. Das kann ich schon wieder reintun. Haben wir nachher nicht so viel zu tun, das wieder rauszufriemeln. Jetzt kommt ein B-Wagen.
B-Wagen ist klar, ist zweite Klasse. So. So, das ist unser B-Wagen. Ein typischer Abteilwagen. Hier sogar so eine Art Handyantenne, kann das sein? Nö. Irgend so eine Funkantenne schon oben drauf. Das ist also ein typischer B-Wagen. Auch UICX natürlich. Klar, diese bronzenfarbenen Türen sind typisch hier für die italienischen Staatsbahnen. Und auch die in Bronze eingefassten Fenster. Diese Fensterrahmen sind sehr schön lackiert. Sehr schön. Also vom Detail her ACME prima. Und preislich würde ich sagen, ist der Unterschied gar nicht mehr so riesengroß zu den Märklin-Wagen, die nicht so fein detailliert und auch schon gar nicht so maßstäblich sind wie dieses Modell hier. Also ACME macht alles, macht maßstäbliche Modelle. Dieses hier ist 303 mm lang. FS wieder, italienisch. Also die kann man auch, die sieht man auch in Deutschland hier, die kann man auch in Deutschland einsetzen. Für natürlich internationale durchgehende Schnellzüge. Genau, nochmal von vorne. Das ganze Ding von vorne. Hier sind so, ja, das sind so Warnfarbe wahrscheinlich, das Gelbe. Dass man das noch besser sieht. Also hier auch eine wunderschöne Inneneinrichtung. Das erste Fenster ist weiß, da ist die Toilette wohl dahinter. Und zweite Klasse, italienisch würde man sagen Seconda Class. Genau, also sehr schön. Hier ist diese Antenne. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man dann den Wagen mal mit dem Dach mal auf mal umgedreht hinlegt, dass da nichts beschädigt wird. Also bestens. Jetzt schauen wir mal natürlich nach den Fahreigenschaften. Das zeigen wir dann in einem Fahrvideo. Hier nochmal ein Teil des Wagens. So, jetzt gucken wir uns noch die Prima-Klasse, die erste Klasse an. So, das tun wir auch wieder schon rein, dass man nicht aufräumen muss. So, die erste Klasse. Ja, was uns jetzt eigentlich so fehlt noch als Wechselstrombahner, sind natürlich die entsprechenden, hier die Prima-Klasse, also erste Klasse, der erste Klasse-Wagen. Also was uns jetzt noch fehlt als Wechselstrombahner, sind natürlich entsprechende Wechselstrom-Lokomotiven für die italienische Staatsbahn. Also da fehlt noch einiges. Ich weiß nicht, warum hier nicht weiter Sachen angeboten werden. Also ich wüsste vieles, was mir hier fehlen würde. Also insbesondere die E636 würde ich sofort kaufen, wenn es die für Wechselstrom und mit Sound und mit allem Pipapo mal zu kaufen gäbe. Da würde ich sofort zuschlagen. Also gerade jetzt Epoche 4, Epoche 5, da wäre ich sofort bereit, einige italienische Loks zu kaufen. Vielleicht erbarmt sich ja mal ein Hersteller und bringt auch mal für die Wechselstrombahner schöne italienische Lokomotiven raus. So, das ist also die erste Klasse. Klar, das ist dieser weiße Strich oben. Fenster sind natürlich etwas weiter auseinander, das ist auch klar. Hier ist die Toilette wieder und die Einstiege. Und das ist natürlich hier der Kupplungsschacht. Schön, er geht sehr leichtgängig und er hängt nicht so runter. Das sind schon mal wichtige Dinge. Also nicht, dass er dann irgendwo mal hängen bleibt und dann muss man ewig suchen, woran es liegt, warum der irgendwie entgleist oder wie auch immer. Also dann, man guckt erstmal, ob die hier überhaupt leichtgängig sind. Manchmal haken die auch von sich aus. Das ist ein bisschen schief. So ist er wieder gerade. Ja, ja, die Puffer sind nicht. Doch, der ist gepuffert. Der ist leicht. Der hat eine leichte Federung hier. Vielleicht kann ich es hier. Den kann man reindrücken. Da ist leicht gefedert.
Also manche Modelle haben diese Federung, manche nicht. Das ist natürlich ein schönes Feature, aber es ist eigentlich nicht notwendig. Im normalen Eisenbahnbetrieb auf der Anlage bringt das eigentlich nichts. Aber es ist trotzdem schön, wenn man das hat. Also wunderschönes Modell. Ich sage, jetzt haben wir drei davon. Das ist der Treno Espresso. Also ein Expresszug, ein Schnellzug durch Italien, aber auch durch die Schweiz und durch Deutschland. Kann man den einsetzen? Also da werden wir euch in Kürze einen schönen Fahrfilm zeigen. Also von dieser Sorte Wagen haben wir jetzt 9. Und also das ist im Rosso Fegato Liveria. Und dann haben wir noch welche in der grauen Lackierung. Glaube Grigio Ardenia ist es, glaube ich, oder Ardessa. Also in der grauen Lackierung, das ist die vorhergehende Lackierung gewesen. Und jetzt in den 80er Jahren hat man die so lackiert. Und in den 90er Jahren sind die Dinger dann wieder grau geworden. Genau. Also auch Italien hat interessante Reisezugwagen. So, ja, das war's. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich habe euch schon ein bisschen heiß gemacht auf den Fahrfilm. Jetzt bin ich nur noch am Überlegen, welche Lok wir einsetzen. Wir haben leider eben noch keine vernünftige italienische Schnellzuglokomotive für die Epoche 4. Also es gäbe jetzt eine von Rocco, aber die ist leider schon ausverkauft. Würde jetzt auch farblich hier nicht unbedingt dazu passen. Ich würde so eine braune E636 bevorzugen. Oder ja. So, okay. Dann lasst ein Like und ein Abo da. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und bis bald. Und ciao.